Sorry Leute, mir ist gerade der Rechner abgeschmiert. Muss ich dieses Level normal machen? Nein. Ja. Ah. Ja, das will ich alles gar nicht wissen. Ihr habt mich jetzt gekränkt. Dieses Ding hier erinnert mich auch wieder total an Super Metroid oder Metroid, wo man sich so ranhangeln muss in... War das Krateria? Ich glaube fast, das war Krateria. Ich weiß es nicht mehr. Ja, danke schön, da liegt wieder ein Hundehaufen. Hole ich mir gleich. Ich war schneller mit meinem Seeigel. Rockstar, yeah. Gehen wir gleich hin, ich muss das erstmal hier... Oh ja, typisch, echt. Halt, mich hier hoch, komm ich da ran? Ja, natürlich komme ich da ran. Ha. Gut, dann kann ich hier wieder hin. Yum. Oh, wow. Schön, danke schön. Wow, ein geheimer Ort, der sehr geheim ausgesehen hat. Yeah, ich weiß noch nicht, was das im Hintergrund sein soll. Das ist schon wieder so ein bisschen strange. Ganz bisschen. Hallo. Komm wieder zurück, du Mistvieh. Ah, gleich beide. Das war Taktik, Leute. Das sollte so. Wirklich. Toll. Gut. Sehr schön. Entschuldigung, ich habe ans Mikro geappelt. Gefahr. Deswegen wahrscheinlich. Diese komischen Augenviecher hier wieder lang rennen. Ätzend, echt. Nee, ich möchte hier erstmal links hoch. Rockstar, yeah! Lass uns rocken! Wie schön. So, hätten wir das alles? Oh, was? Wie unfair ist das denn bitte? Man sieht ihn immer kaum. Oh! Arsch. Jetzt gehen wir ein bisschen schneller. Oder kriech oder was auch immer. Jetzt mach mal. Oh, den übersehen. Ich bin immer so blind, wenn ich irgendwie hier hochgucke. Kann man drauf stehen eigentlich? Aha, man kann auf den Steinen stehen. Das ist jetzt eine Erkenntnis für mich, unglaublich. Schön, das bringt mir jetzt bloß nicht viel. Das war geheim. Na, nur damit ihr es wisst. Eine Münze. Voll das mega harte Geheimnis, ey. Okay. Boom, boom. Seestern, Bumerang. Gefahr. Ja. Egal. Ich bin Ossi die Schildkröte. Das X steht für Gefahr. Hier kann ich hoch, ja, ich weiß. Furzküssen. Ich muss tanzen, den Schildkröten-Dance und mich falsch rumstellen. Na! Na! Doofes. Boah, es regnet hier so unglaublich gerade. Ich wollte der Seiltänzer werden gerade. Hopp, ich komme denn daher. Ich mache einen Seiltanz. Einen Seiltanz. Ach, was auch immer mache ich. Und cool und. Ja, danke schön.
schön. Oh, nee. So, jetzt mache ich ja gleich wirklich einen Cut. Vor diesem Bonus-Level. Oder vor, was auch immer. Vor dem Geld. So. Bis gleich. Willkommen zurück zu Turtle Odyssey 2. Mensch, Leute, seid ihr immer noch da? Ja. Oh, mal gucken, was geht hier jetzt ab? Das sieht ja sehr interessant aus. Diese Krebse attackieren Ossi, wenn er ihnen zu nahe kommt. Springt zweimal auf sie, um sie zu vernichten. Au! Was? Dieses Schneckenhaus, das deren Schwanz irgendwie ein bisschen schützen soll, das macht mir auch noch Schaden. Wenn ich nicht rechtzeitig wegkomme. Ja, das ist ja mal mies, oder was? Das finde ich ja gar nicht schön. Uah! Okay, hier kann man hoch. Da kommt man bestimmt auch hoch. Ja, kommt man. Sehr schön. Das hier oben ist nicht geheim. Nur das da drunter. Hm, alles klar. Ist klar. Gerade weil man an das untere davon auch schwerer rankommt als an das obere. Genau. Ah. Oh. Yeah, ich kann fliegen im Wasser. Ich habe ein laues Lüftchen gelassen und darum geht das nämlich ganz gut. Wow. Einfach mal pauschal werfen, kann nie schaden. Oh, nee. Der Rockstar, yeah. So vom Angriffsmuster sind die genau wie die anderen, nur haben die anderen kein Haus auf dem Arsch. Wahrscheinlich soll das so. Ich möchte jetzt nur gucken, was es hier oben noch gibt. Okay, komm hin. Oh, wow, ein geheimer Ort. Aber das da oben ist nicht geheim, nein. Weil da kommt man viel einfacher hin. Ja, ich fliege wieder runter. Hallo, ich will hier hin. Mann. Halt, da war eine Schatztruhe. Ich hab's genau gesehen. Kommt man? Halt. Genau. Auch nicht geheim? Nein. Ah. Warum sollte das auch geheim sein? Hallo? Ein extra Leben. Immer noch alles klein geschrieben. Mein Gott. Mein Gott, nee. Jetzt muss ich wirklich außen rumrennen, weil man da nicht durch die Wand kann. Sonst kann er überall durchrennen, aber da nicht. Nein. Oh. Also beim Sprinten, glaube ich, wäre das bei ihm nicht so. Die fliegen immer so unrealistisch ab. Diese komischen Häuser bei denen auf dem Hintern. Wo genau soll ich ihn jetzt sehen? Wow! Unglaublich. Ich tanze hier in den Wolken, hätte ich fast gesagt. Ich tanze hier im Wasser, in den Blubberblasen. Weil ich so schön furzen kann. Da 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 da. Gut. Schön. Oh, nee. Glücklicherweise in die andere Richtung abgefallen. Weil ich bin so schlau und hab gewartet, bis er mir nämlich den Rücken zuwendet. Und habe dann nicht den Rücken, das Gesicht zuwendet. Und habe dann gemeint. Hey, dich mache ich kaputt. Ich will hier unten erstmal lang rennen. Merkst du wirklich nicht. Hier kann man runter. Ja, kann man. Oh, ficken. Ich hab den kleinen Drops da unten nicht gesehen. Ehrlich nicht. Halt mal.
schön, ja. Hier ist der letzte Rubin. Es gibt also echt eine festgelegte Reihenfolge von den Dingern. Okay. Ja, da, ich wollte gerade sagen, es steht jetzt auch nicht mehr nirgendwo mehr, wo man hin muss, um den letzten Rubin zu finden. Ah doch, links oben irgendwo. Ah, da oben irgendwo muss er sein, okay. Gucken, ob ich hier... Ja, da komme ich hoch. Dreh dich um. Fuck, verarscht. Ich wollte dir gar keinen Kuss geben. Nö, wollte ich nicht. Kein geheimer Ort. Oh, ich bin enttäuscht. Echt. Oh, schön. Wir sind voll in Hundescheiße getreten, die ist unter Wasser öfter mal da. Was ist das denn da für ein roter Zipfel? Das sieht aber sehr interessant aus. Komme ich da irgendwie auch wieder hoch? Ja, komme ich, okay. Bom. Schwere Geburt. Extra Leben. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschö mit Ö. Tüdelü.